Sonnenaufgang über dem flachen Tiefland des Amazonasbeckens. Hier, weit im Norden Boliviens, ist das Land wegen seiner abgeschiedenen Lage im tropischen Regenwald nur dünn besiedelt. Früher war diese Region für die Gewinnung von Naturkautschuk weltberühmt. Heute ist die Paranuss der wichtigste Wirtschaftszweig. Doch wie genau wird diese Nuss angebaut, geerntet und weiterverarbeitet? Und wer sind die Menschen dahinter, die inmitten des Urwalds leben und durch die Paranuss ihren Unterhalt verdienen? Mein Name ist Ernesto Molina und ich arbeite hier in Fortaleza Pando, Bolivien. Ich mache mich gerade fertig, um in den Wald zur Paranussernte aufzubrechen. Es ist noch ziemlich früh morgens, da ist es noch einigermaßen kühl. Später, wenn die Sonne oben ist, wird die Arbeit in der Hitze schwerer. Da es gerade Erntezeit ist, leben wir hier im Dschungel alle eng beieinander. Wenn die Erntezeit vorbei ist, kehren meine Familie und ich zurück in unser Dorf, aber bis dahin helfen alle bei der Ernte. Ernesto ist einer von ca. 15.000 Paranuss-Sammlern im Regenwald Boliviens. Während der Paranussernte von Dezember bis März wohnen die meisten Sammler mit ihren Familien, denn jede helfende Hand wird gebraucht, in notdürftigen Unterkünften mitten im Dschungel. Der Regenwald in Bolivien ist schwer zugänglich und über eine Fläche von 10 Millionen Hektar verteilt. Das Sammeln der Paranuss ist Schwerstarbeit. Bis zu 15 Kilometer am Tag legen die Ernter zurück. Nur 2 bis 3 dieser majestätischen, bis zu 50 Meter hohen Baumriesen wachsen auf einem Hektar. Mit einer Machete sucht Ernesto die Nüsse, die in einem Radius von bis zu 50 Meter rund um den Stamm zu Boden gefallen sind, und legt sie auf einen Haufen. Meistens schafft er pro Tag nur einen Baum, da dieser zwischen 800 und 1000 Kapseln abwirft, die im unwegsamen Gelände erstmal gefunden werden müssen. Die Arbeit ist schwer und alles andere als ungefährlich. Ich zerteile zwischen 700 und 1000 Kapseln am Tag. Das ist nicht ungefährlich, denn hier gibt es auch Schlangen und Skorpione. Und da nicht alle Früchte vom Baum gefallen sind, kann es auch gefährlich werden, von einer fallenden Frucht verletzt zu werden. Am Arm, am Fuß oder am Kopf. Sobald alle rund 1 Kilo schweren Kapselfrüchte auf einem Haufen gesammelt wurden, beginnt Ernesto damit, die harte Schale aufzuschlagen, um die freigelegten Nüsse in einem Sack zu sammeln. Die Paranussernte ist zeitgleich mit der Regenzeit in Bolivien, und so verbringen die Sammler oft viele Stunden damit, im strömenden Regen auf schlammigen Waldböden die Kapselfrüchte von ihrem wertvollen Inneren zu trennen. Die Frucht des Paranussbaums ist eine harte Kugel, ähnlich wie die Kokosnuss. In ihrem Inneren befinden sich fächerförmig angeordnet bis zu etwa 20 Zwetschgen große Samen, die eigentlichen Paranüsse. Sie sind jeweils bis zu 5 cm lang, haben 3 scharfe Kanten und eine steinharte Samenschale. Das wirklich Besondere an dieser Nuss ist, dass es bis jetzt nicht gelungen ist, sie in Plantagen anzubauen. Aimé Hecker, Agraringenieur von der in Bolivien ansässigen Firma Hylea 1884, erklärt warum. Paranussbäume können schwer in Plantagen bewirtschaftet werden. Der Grund dafür ist, dass die Bäume erstens das natürliche Ökosystem brauchen. Das bedeutet, die benötigen die Vegetation, um sich optimal entwickeln zu können. Und zweitens können nur einige Bienensorten den Baum bestäuben. Die Biene Euglossa hat den Rüssel lang genug, um die Früchte der Paranüsse bestäuben zu können. Und ohne die Bestäubung tragen die Paranussbäume keine Kapselfrüchte. Ernesto sammelt das wertvolle Gut in bis zu 70 Kilogramm schweren Säcken, mehr als sein Körpergewicht. Diese muss er je nach Entfernung des Baumes zu seinem Lager bis zu 4 Kilometer durch den unwegsamen Dschungel schleppen.
Hier werden die Nüsse so lange aufbewahrt, bis ein Traktor die Ernte in ein Lager bringt. Je nachdem, wo sich das Gebiet der Sammler befindet, kann so eine Traktorreise in der Regenzeit bis zu 4 Tage in Anspruch nehmen. Schlammige Offroad-Pfade, umgestürzte Bäume, tiefe Pfützen sind nur einige der Herausforderungen, die dabei bewältigt werden müssen. Die noch feuchten Nüsse dürfen wegen der Schimmelgefahr nicht länger als 7 Tage in den Säcken verbleiben. Und so werden sie im Sammellager in genormten Kisten gemessen und dann zum Trocknen verteilt. Mein Name ist Martin O'Toole. Unsere Firma hat sich auf den Import von Nüssen und getrockneten Früchten nach Europa spezialisiert. Nach Bolivien komme ich 2-mal im Jahr. Der Grund für meinen ersten Besuch zwischen Dezember und April ist die Erntezeit der Paranuss. Ich komme hierher, um die Menge und die Qualität der Nüsse zu analysieren. Die Sammler haben natürlich weder Zeit noch Mittel, um Paranüsse auf den internationalen Märkten zu verkaufen. Sie sind auf Exporteure angewiesen, wie beispielsweise die Familie Hecker, die zu den 6 größten Exporteuren von Paranüssen weltweit gehört. Alle Nüsse, die sie ankaufen und verkaufen, haben Bio-Zertifizierung. Herzlich willkommen in Fortaleza. Fortaleza liegt am Beni-Fluss im Bundesland Pando im Nordosten Boliviens. Die ganze Region hier, ungefähr 100.000 Quadratkilometer, ist Urwald. Seit 1919 ist die Paranuss unser wichtigstes Exportgut. Hier in Fortaleza leben zurzeit ungefähr 300 Personen. Und jetzt wollen wir erreichen, dass Leute wirklich im Urwald nachhaltig arbeiten können und dementsprechend als solches, wie heißt, den Wald schützen können. Denn nur wenn die Paranuss-Sammler einen fairen, stabilen Preis erzielen können, rentiert sich für sie die Knochenarbeit. Die Familie Hecker ist seit Generationen eine wichtige Anlaufstelle für den Kauf ihrer Nüsse. So kommen einmal in der Woche die Sammler, die in einem Umkreis von 7 bis 10 Kilometern im Wald arbeiten, in das Dorf, um sich hier die Ernte bezahlen zu lassen. Während der Ernte besuchen Peter und Aimé Hecke auf wochenlangen Reisen auch die weit entfernten Lager der Wildernter, um sich von der Qualität der Nüsse zu überzeugen. Gleichzeitig bringen sie aber auch die benötigten Nahrungsmittel und den Lohn mit in den Urwald. Eine logistische Meisterleistung, denn die Wege sind vom Dauerregen in der Regenzeit schlammig und kaum befahrbar. Das Leben, so weit entfernt von jeglicher Zivilisation, ist für die Sammler hart und beschwerlich. Es gibt keinen Strom, kein fließendes Wasser und unzählige Insekten machen die Arbeit zur Hölle. Im dicht bewaldeten, fast unerschlossenen Bundesstaat Pando sind die Hauptverkehrswege schiffbare Flüsse. Und so machen sich die Paranüsse aus Fortaleza auf die 4-tägige Schiffsreise, um in Riberalta weiterverarbeitet zu werden. Die meisten der 22 Paranussfabriken in Bolivien befinden sich hier im Norden des Landes. Eine davon ist die von Green Forest Products. Jährlich werden hier 2.900 Tonnen Paranuss-Rohmaterial angeliefert. Im ersten Arbeitsschritt werden die Nüsse nach Größe sortiert. Danach werden sie in einem riesigen Dampfbehälter kurz auf Temperatur gebracht und anschließend mit kaltem Wasser abgeschreckt. So wird die Schale weich und der Kern löst sich von ihr ab. 4 bis 5 Stunden lang wird die Nuss wieder getrocknet, um dann geknackt zu werden. Dafür gibt es in dieser Fabrik 2 Vorgehensweisen. Die erste ist die maschinelle Variante. Hierfür wird die Nuss in einer Trommel so beschleunigt, dass die Schale bricht. Am Band werden dann die Kerne auf ihre Qualität überprüft und sortiert. Die zweite, langsamere Methode ist das manuelle Knacken. Diese aufwendige Arbeit sichert allerdings 120 dringend benötigte Arbeitsplätze in dieser strukturschwachen Gegend Boliviens.
In einer Qualitätskontrolle werden beschädigte Stellen weggeschnitten und übrig gebliebene Schalenteile entfernt. Auch gebrochene Nüsse werden weiterverarbeitet. Sie werden später vorwiegend für Babynahrung, Müsli oder Pflegeprodukte verwendet. Nach einer weiteren Kontrolle werden die Kerne auf mindestens 3% Restfeuchte im Ofen getrocknet. Jeden Tag nimmt ein offizielles Labor Proben, die überprüft werden. Nach der finalen Qualitätskontrolle werden die Kerne gewogen und vakuumverpackt. Wir verarbeiten in unserer Fabrik Paranüsse, die ausschließlich für den Export bestimmt sind. Um die wichtigsten Märkte wie Europa, Nordamerika, Australien, Neuseeland beliefern zu können, arbeiten wir nach allen weltweit anerkannten Qualitätsnormen. Natürlich befolgen wir auch alle Landesgesetze mit dem Fokus auf die soziale Gesetzgebung. Wir beschäftigen in diesem Unternehmen ca. 270 Mitarbeiter. Die Zeiten, in denen Paranüsse nur an Weihnachten sehr beliebt waren, sind vorbei, auch wenn diese Nuss momentan nur 1% des weltweiten Nussmarktes ausmacht. Mit dem Trend zu gesunder Ernährung ist sie inzwischen in ganz Europa ein fester Bestandteil in Nussmischungen, als Konfekt mit Schokolade überzogen, gehobelt im Müsli, als Öl oder auch in Pflegeprodukten. Die Vorteile dieser Nuss liegen auf der Hand, da sie reich am Spurenelement Selen ist, das zu einer Entgiftung des Körpers beitragen kann. Selen hat zudem eine antioxidative Wirkung und schützt beispielsweise vor Herz-Kreislauf- Erkrankungen und wirkt krebsvorbeugend. Most people do not realize the importance of Brazil nuts. Den meisten Menschen ist gar nicht bewusst, welche Rolle die Paranuss beim Erhalt des Regenwaldes spielt. Da Paranüsse nur wild wachsen, können sie nicht in Plantagen angebaut werden. Sie wachsen nur im Amazonas-Regenwald, wo sie momentan von der Bevölkerung geschützt werden. Wenn also nicht mehr genügend Paranüsse gegessen würden, wäre der Regenwald durch seine Einwohner bedroht, da sie neue Wege zum Überleben suchen müssten. Zusammengefasst kann man also sagen, dass die Paranuss einen wichtigen Teil zum Erhalt des Amazonas-Regenwaldes beiträgt. In conclusion, Brazil nuts is a vital part of preserving the Amazonian rainforest. In der Erntezeit sammeln bis zu 20.000 Familien Paranüsse und sichern sich damit einen Großteil ihres Jahreseinkommens. Zusätzlich arbeiten zwischen 8.000 und 9.000 Arbeiter in den weiterverarbeitenden Fabriken. Weitere 15.000 Arbeitsplätze sichert diese vielseitige Nuss in Bereichen wie Vertrieb, Transport und Lagerung. Somit ist die kleine Paranuss der wichtigste Industriezweig im Amazonasgebiet Boliviens. Allerdings ist das Einkommen der Menschen an die kurze Erntezeit gekoppelt. Peter Hecke hat eine Vision, wie man die Menschen das ganze Jahr über beschäftigen könnte. Unser Hauptanliegen ist das Miteinander mit den Menschen und der Natur. Deshalb müssen wir diversifizieren. Das heißt, wir müssen Wildkakao anpflanzen, wir müssen Pfeffer anpflanzen, das konsortiert mit Moringa oleifera. Damit wirklich die Erträge dementsprechend sind, dass die Leute sie das ganze Jahr überleben können. Mit der Schlussannahme, dass vielleicht die Leute später, jeder Einzelne, ein Hüter des Waldes werden kann. Sollte eine Lösung, die Abholzung des Regenwaldes zu verhindern, tatsächlich darin bestehen, Leute wie Ernesto und seiner Familie durch das Essen von Paranüssen Arbeit zu geben, dann gibt es bestimmt schlimmere Ansätze.